nur rumgerannt, Alter. Da kann ich dich auch nochmal auf das Video von Kaboom verweisen. Was ist so mehr Action? Wenn du bei COD ein Triple Kill oder Multikill machst mit der Waffe? Mhm. Oder wenn deine ganzen Teamkameraden da verwundet im Schützengraben liegt, du dich unter Haar wirfst und die wiederbelebst und Medipack hinschmeißt? Wie geil, Alter. Nein, da kommt doch dieser wirkliche Kriegsshooter auf. Ich meine, da bist du halt tot dann. Da musst du halt warten, bis ein Sunny kommt. Ja. Das hast du ja bei MW3 nicht. Du bist halt tot und du machst das. Dann machst du es, genau. Oder du liegst im Second Chance rum. Und genau, oder das. Da wirst du sowieso von allen gehasst, wenn jemand noch abschießt damit. Am besten noch mit Javelin oder so, Alter. Egal. Wo sind jetzt die Gegner hier? Ja, das will ich dir jetzt noch nicht sagen. Also tut mir leid, das sage ich dir jetzt nicht. Boah, du bist ja gemein mit mir, ey. Ja. Ich dachte, wir sind Freunde. Wo ich dir was schießen? Da! Ich hab ihn demarkiert. Oh, was ist das denn? Boah, hast du es gesehen, ey? Das sind Special Effects hier. Das habe ich gesehen. Alter, das geht ja ab jetzt. Alter. Also ich muss sagen, wir sind voll das fette Team, dem Heli, ne? Lass uns klappen. Boah, komm, ich auf ihn drauf geschossen hab. Komm laut nach, Mann! Scheiße. Ist da jemand nach, Leute? Kann ich aber gerade noch so hochziehen. Ah. Ach, einer ist schon mal da. Ob ich das jemand nach hier, die Scheiße? Ja, die Raketen laden übelst langsam noch, ey. Übelst. Hast du eigentlich auch vor, irgendwann mal so YouTube-Videos zu machen, oder? Ich hab mal daran gedacht, aber ob ich das wirklich mache, weiß ich nicht. Es macht schon Spaß, ganz ehrlich, also. Klar, vor allem wenn man weiß, dass man Erfolg hat, oder weil. Wenn ich mich unterhalte. Ich meine, so erfolgreich kann man jetzt auch nicht bei mir reden. Also, ich habe meine 132 Startzeit Abonnenten. Das macht dann einfach Spaß, so. Ja. Keine Ahnung, ich mach das ja auch nicht am Ende für die, also obwohl ich da für euch auch mitmache. Aber ich mach das so größtenteils für mich, ganz einfach, weil es mir Fun macht, dann mal dieses Ganze abzufilmen, was man so da zum Beispiel. Genau. Und gerade so spontane Aktionen wie jetzt hier, ne, warum nicht? Warum nicht, Mann? Eigentlich wollte man Mass Effect spielen. Genau. Klappt auch wohl nicht, weil ich immer in solchen scheißvollen Lobbys gejoint bin. Ja, jetzt vielleicht die Leute, die es nicht wissen, in Mass Effect kann man keinen Freund einladen, weil es ja noch die Demo ist. Deswegen mussten wir das dann halt immer so machen, dass er in eine Lobby geht, wo ich dann halt nachjoinen muss. Naja, man kann Freunde einladen, das geht schon. Obwohl, da werden keine vier Leute sind, weil es halt mit vier Leuten am besten funktioniert, weil du kriegst halt mit vier Leuten diese Wellen da am besten zustande, kaputt. Mache ich das meistens so, hab schon mit Kixi so gemacht. Wir sind immer online gegangen, also ich bin online gegangen, habe in eine volle Lobby oder fast volle Lobby gejoint, habe den eingeladen, dass wir dann vier Leute sind, weißt du? Also wenn wir jetzt ja, dann mal der Mass Effect mitspielt, dann wäre das okay Problem, dann könnten wir auch so mal so alleine ein Spiel starten, obwohl halt zu zweit ist. Ist das nicht so empfehlenswert. Aber da wir jetzt die obersten Pros sind, wenn wir das ja locker schaffen. Ja, also wenn wir keine Pros sind, wer dann, ne? Ja, wer dann? Also ich meine, Elotrix ist ja schon mal im Vergleich zu uns gar nichts. Also Elotrix kann nichts, ne? Also. Hey, die Quadmilk, die war glaube ich auch so eine Frage des Glücks und gefaked vor allen Dingen auch. Seine Gegner waren alle seine Teammates. Oh ja. Gott, ich werde in die Beschreibung also in die Text reinpacken, hier Elotrix und gefakte Nuke. Ja, man, hör mal auf, also. Dass der das Video dann sieht und dann irgendwie uns hatet oder so. Nein, also Elotrix ist schon. Ganz ehrlich, dem Jungen würde ich mein Leben anvertrauen. Also der ist schon. Ich denke mal, wenn du den im Real Life kennst, mit dem kannst du Pferde stehen. Mit dem kannst du jeden Scheiß bauen, der hofft. Ja, er kommt einem so voll korrekt vor, aber ich weiß nicht. Vor YouTube hat man glaube ich so zwei Gesichter. Ich will dem jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, was Schlechtes oder so. Ich will keinen Menschen was Schlechtes, aber der kommt mir echt vernünftig vor, der Junge. Ist der auch. Und wenn er immer bloß über das Ficken redet. Genau. Wo ich eh immer lachen muss, wenn ich, keine Ahnung, an Tagen, wo ich so richtig abgefuckt bin, ne? Ja. Zum Beispiel letztens, das war so ein Tag. Ich war richtig abgefuckt. Und dann hat er so ein Video hochgeladen, wo er eine Geschichte erzählt hat, die sein Freund erlebt hat. Er hat seine Freundin in den Arsch gefickt und dann ist ihr Schließmuskel irgendwie, also er hat seinen Schwanz halt zu schnell und zu fest in den Arsch gesteckt, dann ist der Schließmuskel irgendwie gerissen oder so. Und die hat ihm das ganze Bett vollgeschissen.
Boah, hab ich mir einen abgelacht, Alter. Ey, ich war so richtig mies drauf. Und dann hat er diesen Witz gerissen. Boah, wie ich am Lachen war, Alter. Wie ich am Lachen war, der Typ das ist der Beste. Wo ich das gehört habe, und ich scheiße, ich habe auch so eben weggelacht. Oder die Geschichte? Klar, ich guck mir das von den Videos an, das ist so. Oh, das ist Goldkreuz, ey, das ist so. Ja, das haben leider kann er die nicht mehr machen. Ja, das ist voll ab. Er hat ja heute ein Video gemacht und er will das halt weiterhin machen. Hat er heute ein Video gemacht? Er hat heute ein Video gemacht. Weil er lässt sich nicht verbieten, schwarz zu sagen, er sagt jetzt halt Schwarzbrot. Genau. Genau. Ah nee, ey, du kriegst schon so eine Hausmarke halt so. Ja, weißt du, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann? Für die Leute, die irgendwie jetzt voll dagegen sind, dass sie sowas machen. Die abonnieren Cookie nicht, was ist dein Problem? Ja, also das verstehe ich auch nicht. Und irgendwelche Eltern, die sich darüber aufregen. Ja, fickt euch denn in den Arsch, Alter, was wollt ihr denn? Erlaubt euren Kind nicht und fertig mal, was ist das Problem? Ganz ehrlich, Alter. Ich liebe Elotrick, also das ist der Beste. Ach, schon wieder aufgehört hätte, dann hätte ich viel aufgeregt. Das wäre. Danke, dass du ihn mir markiert hast. Bitte, bitte. Ich dachte mir, ich markiere immer welche und ich dachte, dass ich das immer verlange und mach's dann selber in der Liste. Komm, ich mach dir auch was Gutes. Boah, ich danke. Ich kann leider markieren. Ich kann keinen markieren, immer. Oh. So, links. Los, ey, los, wie, los. Wie ich da eiskalt darüber geschossen hab. Na los, lad ihn doch nach, das rein. Lad nach, du Jude. Sport. Ah, Gott. Bester Mann, Alter. Bester Mann. Boah, ey, jetzt trifft deine scheiß Rakete, oder was? Das ist ja wohl mit mal hier. Fordern sie die. Oh, dann war das schnell weg. Mette weg. So, ich glaube, jetzt ist so das Ende. Haben wir es geschafft? Ich glaube es nicht. Wisst ihr, das ist so. Wir sind solche Idioten. Jetzt mal ganz ehrlich. Diese scheiß Infanteriemission kriegt man nicht hin, ne? Wir haben alle bitte null Plan vom Heli fliegen und machen die Mission. Genau. Oh, bist du nett. Ich will mich wieder markiert zu sehen. Danke dir. Ich muss so wissen, wo ich hinschieße. Und wenn da so eine Esel so jetzt wieder drüber steht, ist halt praktisch, ne? Ja, klar, klar. Das Gute ist, du kannst ja auch schießen, wenn ich drehe. Ich kann ja gerade nicht so nach hinten gucken. Ja, ich auch nicht so wirklich. Ich kann jetzt nur circa so. Ich kann nicht 80, also 180 Grad nach hinten kann ich jetzt nicht gucken. Ah, das Mist. Oh. Vielleicht so 90 oder so. Oh, du hast ihn alle weggenommen. Echt jetzt? Boah. Ja, du schwarze Judensau. Boah. Ich müsste mal auf die landen, ey, wir sind so unsere eigene Infanterietruppe zu quetschen oder so. Kann ich nur selber abschießen? Nö. Ich glaube auch schwer, auf dem Modus schwer kann man die glaube ich selbst abschießen, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Und wo werden wir denn da abgefahren? Ach, ich hab die einen markiert, brauche ich nicht. Wo ist die Sau? Boah, da unten. Schluck. Warte, da war schon mal alle. Boah, das hat. Oh, du hast doch jetzt abgemäht, ey. Was ist da los? Boah, da sind noch immer noch welche. Die hole ich mir doch. Bevor du sie kriegst. Greif an, greif an. Ich Keine Kills. Nein, nimm sie dir ruhig. Warte, ich dreh's sogar für dich. So? Danke dir, Mann. Ey, du bist so nett, das ist ja unglaublich. Ja, also kannst du mal sehen, ich bin so ein richtig nettes Arschloch. Kennst du Julians Blog? Nee, ich dachte nicht. Kennst du Julians Blog? Ey, ich bin seit einem halben Jahr aktiv wieder auf YouTube. Hab du Hölle, wenn du mich nicht kennst. Nee, Spaß, auf jeden Fall, das ist voll Hammer, der Typ. Der hatet alles in jeden, weißt du, der hier... Ey, das ist so witzig, der Mann. Bevor der ein Video anfängt, macht er so, also ich mach dir jetzt mal so den Anfang. Hallo, ihr wisst sicherlich, dass ihr alle richtig dumme Idioten seid. Und dieses Video geht extra nur an euch. Das ist so richtig witzig, der zeigt den Leuten, wie man Rechtschreibung macht.
zum Beispiel gesagt, es gibt nicht der einzigste, nee, der, was hat er gesagt? Doch, der einzigste. Man kann nicht, wie sagt er, alleiniger sein als alleine. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er richtig witzig. Ich schick ihn dir mal ins Skype, der ist voll Hammer. Ja, schick mir den mal, den muss ich mal abonnieren hier. Der ist Hammer. Oder was war da noch? So wie und alt oder so. Du bist besser wie ich, du bist besser als ich. Ja, sowas irgendwie. Wie ist ein Vergleich? Irgendwie sowas. Ich hab's mir jetzt nicht so wirklich gemerkt, oder? So. Fail, sag ich jetzt. Fail. Ey, hier liegen überall Panzer, oder? Von alle abschießen, ich krieg mal Punkte. So, jetzt ist das Ende. Halt dich am besten hier von unseren Helikoptern fern. Genau, ich war einmal an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind. Hä? Ich bin nach oben geflogen, ich bin in unseren Helikopter reingeflogen. Na geil. Und dann ist die Mission zu Ende gewesen. Dann warst du tot. Dann war ich tot, das war echt so, ich bin dann auf den Boden geflogen. Ja. Müssen wir jetzt wieder zurückfliegen? Nee, das ist jetzt schon vorbei. Ah, sehr schön. Ja. Boah, wir sind gut. Wir sind die Besten. Wir sind richtig gut. Ja, Mann. Boah, ich hab gleich die letzte Waffe freigeschaltet, diese G3 A3. Da würde ich sagen, dann haust du jetzt mal hier mich in dein Squad rein. Ich hau dich mal voll rein, ne? Und wir bashen jetzt mal eine Runde online noch. Mhm. Gucken, wie wir mal schaffen. Keiner hier, das können wir in unendliche Ports schneiden. Ja, klar, hast Videomaterial für den ganzen Monat. Ja, mindestens. Da gibt es da mal so zwischendrin nochmal so zwei Videos, denke ich mir mal. Ja klar, warum nicht? So, die Einladung hast du. So. Also für wen es jetzt interessiert, ne, wir nehmen das jetzt gerade Sonntagmorgen, 1:50 auf. Mit drei Flaschen Bier und Dus. Ja klar, also ich habe hier schon eine Flasche, wie heißt das nochmal? Jim Beam mit Cola auf jeden Fall. Also läuft also, auf jeden Fall. Also bist du auch versorgt. Ich bin auf jeden Fall für die Nacht versorgt, ja. Auf jeden Fall. Prost. Danke dir. Oh, ich habe ein neues Kommissar. Ja, so, was sollen wir denn machen? Das ist mir eigentlich relativ egal. Solange es nicht Team Deathmatch oder Squad Rush ist. Team Deathmatch punkte ich eigentlich relativ viel, also mir ist es auch egal. Team Deathmatch, also ich wäre jetzt für Team Deathmatch. Ey, hau Team Deathmatch rein. Hab ich zum Beispiel noch gar nicht auf meinem Kanal, dachte ich. Okay. Die AEK auf jeden Fall mal wieder am Start jetzt. Jetzt wäre ich sogar schon gefragt vom MaxiKing 96, ob ich es in dem Monat nochmal ein Video zu PS Vita machen kann. Ob es sich denn wirklich lohnt zu kaufen oder nicht. Und das werde ich auf alle Fälle machen, denke ich mal. Und du weißt bestimmt noch nicht, dass ich mir heute eine PS Vita gekauft habe, oder? Was hast du denn? Ich habe mir heute eine PS Vita gekauft. Hast du, echt? Ja, habe ich mir heute gekauft. Wollte ich mir eigentlich gar nicht kaufen. Ich habe heute meine ganzen alten PlayStation 2 Spiele gekauft, verkauft. Mhm. Ja. Und ein paar PS3 Spiele. Mhm. Und ja, bei GameStop ist es ja immer so, du kriegst halt wieder was ausgezahlt. Und ja. Ich hätte 80 Euro ausgezahlt gekriegt. Hätte mir für 110 Euro bei den Spielen kaufen können. Mhm. Oder für 130 Euro, wenn ich eine neue Konsole kaufe. Okay. Da dachte ich mir so, scheiß da erstmal auf die 80 Euro, guckst du noch spielen. Ja. Weil ich finde, es wär schon schön blöd, wenn ich 80 Euro nehmen würde, wenn ich da auch Spiele kaufen könnte bei denen. Ja klar. So, ja, noch Spiel geguckt, die hatten aber bloß Heavy Rain, was mich jetzt interessiert hätte. Und Star Wars Force eigentlich 2. Boah, das ist nice, das ist sehr nice das Spiel. Und er dachte schon so, ob sie dir mitnimmst, dann hat er das aber gesagt bei der Konsole und dann habe ich da im Hintergrund diese PS Vita stehen sehen. Und ich zu meiner Freundin so, was machen wir denn jetzt?
Und da habe ich mir dann eine PS Vita mitgenommen. Mhm. Diese 250-Euro Variante mit Wi-Fi plus, fahre ich damit hinzu. Reicht, und verdammt. Uncharted und so eine 4 GB Speicherkarte. Mhm. Und ja, die ist jetzt im Gebrauch. Und das Ding geht übelst ab. Also, echt? Der Touchscreen ist richtig nice. Also, kannst du schon fast mit einem iPhone vergleichen, finde ich. Echt? Ja, also, das ist richtig guter Touchscreen diesmal. Mhm. Also, nicht irgendwie mit einem 3DS oder so. Also, ja, 3DS ist ja. Ich kann es mir gar nichts vergleichen. 3DS ist der letzte Scheiß. Ja, letzte Scheiße ist jetzt auch nicht so gesehen, aber ich weiß, ohne 3D ist es halt wirklich so für die etwas kleinere Generation. Ja. Aber die PS Vita ist echt, also ich habe es jetzt noch nicht so ausgiebig getestet. Mhm. Aber ich werde auf alle Fälle noch ein Video dazu machen, denke ich mal. Ja. Aber bisher kann ich sagen, ich bin relativ zufrieden damit. Das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich auf jeden Fall. Ich würde es aber nicht jetzt raten, also Teil zu kaufen, wie ich es jetzt gemacht habe. Also normalerweise bin ich auch der Typ, ich kaufe mir sowas später, wenn es billiger ist. Ja, ich kaufe mir sowas ehrlich gesagt gar nicht, weil ich habe mir einmal eine PS, eine Ding gekauft. Ach du Scheiße. Eine PSP und dann habe ich es gespielt. Ich habe es nie gespielt, weißt du? Ja, ich hatte auch eine PSP noch hier liegen. Mhm. Und die habe ich auch vertickt, also ich habe auch nie PSP gespielt. Aber ich denke mal, wenn das jetzt wirklich so ist, dass man seine PlayStation 3 Spiele auf der PS wieder weiterzocken kann, wie sie es da versprochen haben, ja, dann wird das Ding ganz interessant werden für mich, weil dann kann ich mir das Ding nämlich auch mit auf Arbeit nehmen, wenn wir jetzt irgendwie lange Pause haben. Mhm. Kann auch mal auf der Arbeit zocken. Ja klar, das ist auf jeden Fall nice, ja. Nur, aber ich bin irgendwie jetzt nicht so der Kleinkonsolenspieler, sag ich mal. Ich spiele sowas nicht so gerne. Ja, also ist schon nichts im Vergleich gegen die PlayStation 3, ne? Also. Nee, kannst du gar nicht vergleichen. Obwohl die Grafik so gesehen schon fast drankommt, ne, also. Ja, ich hab das jetzt halt nur mit Uncharted gesehen, aber. Ja. Guck mal, wo er liegt, der Wichser. Seine UMP, Laserpointer, holographisches Vision, Schalldämpfer. Ey, ohne Scheiß, aber ich hab auch eine Waffe und einen Schalldämpfer drauf. Ja, ich habe auch einen Schalldämpfer drauf, aber keine Ahnung. Schalldämpfer bringst doch mal. Ja, ich habe gerade ein PKA, wie sie freigeschaltet. Die waren sogar ganz gut. Keine Ahnung. Ich finde allgemein Battlefield voll gut. Ja, ich finde das nicht, ne? Das macht aber übel viel Spaß. Ich hab's ihm am Anfang gar keinen Chance gegeben. Gar keinen. Ich fand's einfach scheiße. Aber man muss dem Spiel einfach mal ein bisschen Zeit für geben. Ist auch, wenn ich bei meisten Spielen so. Man sagt so manchmal, das Spiel ist scheiße. Weißt du? Ja. Scheiße, ist da weg. Ich wollte die Gravier beleben. Mist. Ja, kenne ich. Das ist scheiße. Das ist aber normal. In der Team Deathmatch sind die sehr, sehr schnell weg. Also. Oh, was ist denn das? Was schießen die denn jetzt? Ach übrigens, was ich dir sagen will, ne? Die FMG Akimbo, ne? Hä? Die FMG Akimbo, die ist ja übelst überpowered in MW3, ne? Ja. Die FMG Akimbo ist hier die USAS 12. Das ist eine Schrotflinte, die schießt über 50 Meter weit. Ach du Scheiße. Kennst du nicht die USAS 12? Doch! Warte mal, ich habe letztens gespielt, da hat mich auch so ein Depp da damit mit dem Ding da abgeschossen. Boah, das ist echt... zu hart, ey. Ja, wobei ich mal denke, dass hier DICE da noch was dran machen wird. Ja, das stimmt, ne, also. Weil die schreiben sich wirklich Community Playing und. Na, du schießt mir aber nicht schon meinen Bro ab. Kannst du vergessen. Oh, danke dir, Mann. Oh, da bin ich groß. USA 12, ja. Das ist keine Chance. Nein, auf wollte gerade wiederbeleben, ey. Das ist hier ganz schnell, das muss hier richtig beeilen. F2000, boah, du bist aber an sich. Wo ist denn der Spasti mit seiner Usas? Der ist irgendwo oben auf dem Dach. Ja, ist er noch nicht, jetzt ist er weg. Gut.